Hey Leute, hier ist der Manu. Ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch ins neue Jahr gehabt. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und dass eure Vorsätze alle wahr werden, dass ihr das alles einhaltet, was ihr euch vornehmt und viel Gesundheit natürlich. Ich habe auch einen Vorsatz hier. Ich hätte gern die Tausender-Abonnenten-Marke am Jahresende geknackt. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Heute will ich euch mein ultimatives Rocksmith-Setup zeigen. 2014 kam ja das Spiel raus für die PlayStation 4 und seitdem gab es kein Update mehr. Das heißt, immer noch das gleiche Spiel. Ich habe es letztes Mal gefunden und dachte mir, ich habe das Spiel so gern gezockt. Ja, ich spiele es jetzt einfach wieder. Und ich habe damals kein Video gemacht über mein ultimatives Setup. Ich zeige euch heute, wie ihr mit einem echten Amp, eurem Pedalboard und ein paar Kabeln und ein bisschen, ihr braucht ein paar Gadgets, aber dann kann es richtig geil werden. Also, was mich immer gestört hat, war der Rocksmith Sound, interne Sound in der PlayStation. Also entweder habt ihr das ja über den Fernseher, der Sound war scheiße, oder ihr habt es über Kopfhörer gespielt, ja. Aber was ich immer fand ist, es war nicht dynamisch, also es war halt auf jeden Fall nicht wie ein Amp, ja. Und gerade für Anfänger ist es halt egal, sage ich mal, wie das klingt erstmal. Ja, das finden die schon cool, wenn was rauskommt, aber für jemanden, der länger spielt. Ich nutze gerne diesen Session-Modus zum Beispiel oder diese Übungen, diese Spiele, wo man ja Fingertechniken übt und so weiter. Pentatonik, alles Mögliche. Also habe ich mir angeschafft, erstmal von meinem Plattenspieler. Der hat ja einen Verstärker. Ich hab so einen modernen Plattenspieler. Da kann man ja Stereo-Boxen anschließen. Das sind hier die Außen, die ihr seht. Das sind meine DIN-Audios und das sind die Stereo-Boxen. Die Hi-Fi-Boxen im Prinzip. Und ich habe die PlayStation damit verbunden, ja, über so ein Cordial Audio Kabel habe ich das von der PlayStation über so einen Adapter, den ich euch jetzt zeige, in den Verstärker gepatcht. Und deswegen kommt mein Sound aus der PlayStation aus diesen fetten Boxen. Das sind mal die Außenboxen. Und was jetzt ziemlich geil ist, ist, ich mute den Sound. Den Gitarrensound in Rocksmith, den mute ich. Das heißt, man sieht nur, wie die Lautstärken aus den Speakern kommen, aber man hört nichts. Aber den Sound von Rocksmith an sich hört man ja, die Musik und so weiter. Und das Coole ist halt, ich gehe in mein Pedalboard von meiner Gitarre, gehe ich, also von der einen Seite der DI-Box gehe ich direkt in die PlayStation, also da hängt dieses USB-Klinkenkabel dran, das von der Gitarre in die PlayStation direkt kommt. Und die andere Seite geht zu meinem Pedalboard. Das heißt, wir haben einmal den Signalweg in Rocksmith rein. Also die Rocksmith erkennt mein Gitarrenspiel. Und auf der anderen Seite gehe ich in mein Pedalboard, in mein Amp und dann mikrofoniere ich entweder den Amp ab oder ich gehe in mein Universal Audio Aux. Aber der Trick dabei ist, dass der Gitarrensound, der ganz normal über mein Interface läuft. Und das sind die Audioboxen, die mittiger stehen, ja. Das sind die innen, die Boxen. Und die Stereoboxen sind außen. Das heißt, ich habe ziemlich nahes Soundfeld, wo der Sound rauskommt, der von Rocksmith kommt. Und auf der anderen Seite der Sound kommt, der aus meinem Amp kommt. Und das Geile ist halt, man kann zum Beispiel Stereo-Delays einstellen und so weiter. Also richtig fetten, geilen Sound, kann seine Effektpedale nutzen. Hat einen anschlagdynamischen Sound, also man hat einen echten Sound einfach. Und das Spiel zeichnet ja trotzdem das auf, was man spielt, ja. Man hört es nur selber nicht. Deswegen ist das für mich das ultimative Rocksmith, ja, Setup. Wie das Ganze jetzt in Rocksmith selbst aussieht, zeige ich euch jetzt. Leute, lange Rede, kurzer Sinn.
Es macht richtig Bock. Ich habe jetzt über ein paar Akkordwechsel gespielt in Äolisch. Und habe jetzt extra mal so gespielt, wie wenn ich jetzt das üben würde gezielt und sowas, ohne viele Licks oder so. Und so kann es auf jeden Fall aussehen. Es macht richtig Spaß. Meine Play, sie brummt richtig laut. Die ist schon sehr alt jetzt. 2020 kommt ja dieses Jahr die neue PlayStation raus. Mal schauen, ob Rocksmith auch ein Update bringt. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Peace out. Guten Start ins neue Jahr. Macht's es gut. Mathe Dude. Ich bin eigentlich Bayer, also pfiat euch. Servus.